schlechteste Stapel. Ja. Nein, nee, das ist eigentlich genau da, wo man es jetzt nicht sieht. Das ist ein bisschen links daneben. Ja. Der Stapel ist ungefähr genau in der Mitte. Okay. Da sieht man nochmal die Cables da oben, aber das ist, wie gesagt, kein Problem. Ja, wir machen hier ein bisschen jetzt Ground Handling, hier oben hinter der Kirche im Lee. Ansonsten haben wir hier ein bisschen einen Sattenwind gerade, also wahrscheinlich wird es schwierig werden. Aber ich glaube, der Helge geht als Dummy raus. Ja, glaube ich, nicht wirklich heute. Also vermutlich fliegen wir heute hier gleich mal gar nicht. Zu windig. Ja, Alfred, gib mal deinen Schirm. Na, dann zeige ich dir mal, wie das geht. Okay. Hol mal Helges Schirm. Nein, mein Schirm. Dann zeig mir Helge, wie es geht. Genau. Fliegen im Lee ist auch schön. Kommt der Wind von hinten, musst du schneller sprinten. Ja, kein Problem. Ich habe meine Tabletten genommen. Landeplatz wäre jetzt im Endeffekt auch Katisma Beach, oder? Ja, also wie gesagt, ich gehe hier normalerweise überhaupt gar nicht her. Ich bin hier einfach nur stehen geblieben, um zu glotzen, weil das ist der volle Mist-Take-Off. Aus welchem Grund? Ja, guckst du. Mach mal, guckst du. So. Boarding. Machen wir zum nächsten Startplatz. Wir arbeiten uns jetzt langsam runter. Bis wir unten sind, ist der perfekte Wind.
Fucking hell, ne? Hier, DJ? Ja. Kerzen überall. Tod und Verderben, ey. Paradies hier, hey, guckt euch die zwei an. Ich sitze hier im Paradies so. Das ist jetzt kein Morgen. Schön, was glaubst du, was wir für einen Stress hatten die ganze Zeit? Total. Ja. Total. Ich sehe es, ja. Jetzt können wir mal seit 2 Minuten kommen und mal ausruhen. Das ganze Plätschern hier die ganze Zeit. Ja, der Stress ist auch. So ist recht. So muss es sein. Hinter mir findet gerade das Gleitschirmfliegerparadies statt. Hier ist alles nur kein Fliegen, aber dafür ist alles andere, ja. Also, so what. Mit den Frauen dürfen wir hier nicht her. Ja. Einmal die Straße hoch und runter. Wir sind arm, ja, und müssen 50 Kilo Klamotten und alles Mögliche schleppen. Ja. Alles nice to have. Also Let's Fly lässt sich im Moment noch nicht wirklich so umsetzen, da wir hier im Moment noch so mitten in der Basis stecken. Also da die Wolken hindern uns im Moment noch am Starten. Oh, kommt auch der erste Protagonist ins Bild. Ja, Helge Kaminski, der Mann, der auch durch den Nebel hindurch sieht mit seiner Special-Brille. Hallo. Es geht nur mit den Googles. Nein, dran. Dran, Pacero, bravo. Oh, guck mal hier, du. Guck da Herrn Helge an. So, das ist also jetzt unser morgendliches Briefing. Meditation de paragliding, para. Keep cool, slowly, hurry up to wait. Genau. Der Einzige, der so richtig was denkt gerade, ja. Janni. Du siehst es auch, Janni. Hörend dermaßen. Der quillt schon fast raus. Yes. Kann ich das mit dem Sixpack nochmal haben? Der war so gut. Nee, das ist ein Insider. Da stand Sixpack. Wow, nee. Du hast ein ganzes Bierfass. Genau, ich habe kein Sixpack. Stand mir nicht, habe ich mir abtrainiert. Du sagst.
so einen Spruch mal erst bekommen, weißt du? Schlappe! Sinken nach dem Lift. Kannst du ruhig weiter links fliegen, geht schon. Ist hoch genug. Flieg weiter links. Genau. Kannst ruhig näher ran. Und sobald du über der Kante bist, dann gehst du parallel an die Straße hin. Jetzt nochmal ein bisschen sinken. Oho. Jetzt müsste es langsam über der Kante sein und jetzt kommt es auch schon steigen. Oder auch nicht. Okay, gehst ein bisschen näher ran, also lässt schon Abstand, aber geh ein bisschen näher ran, Soaring Style. Ja, super, jetzt hast du Lift. Perfekt. Very good. Jetzt wieder saufen. Und im nächsten Lift kannst du eigentlich drehen. Im nächsten Lift drehst mal und versuchst da ein bisschen höher zu kommen. Jetzt genau, dreh mal rum das Eisen. Very good, very good. Ganz einfach, ne? Also muss schon ein bisschen kämpfen. Okay. Passt schon. Cool.
Jetzt geht's runter! Runter geht's!